Geschwister, die Apostel wurden von dem Herrn Jesus Christus persönlich unterrichtet und das haben sie einfach weitergegeben. Menschen, die von dem Herrn Jesus Christus zu Jüngern gemacht wurden, die dann weitergezogen sind in die Welt hinein, um andere Menschen auch zu Jüngern Jesu Christi zu machen. Auf jeden So, ich habe gerade das Video von vorhin mal geguckt. Ich muss also wirklich schreien, sonst hört man mich nicht richtig. Hier nochmal, lieber Markus, ganz genau, sie haben gelernt von Christus, ja, und sind in die Welt und haben das Wort weiter verkündet. Haben sie den Wille des Vaters getan? Haben sie verstanden, was der Wille des Vaters ist? Haben sie genau verstanden, was der Vater von uns will? Das Rumrennen und das Wort verkündigen ist nicht des Vaters Wille. Des Vaters Wille ist, ihm zu dienen. Und zwar genauso, wie er gedient hat. Ja? Ihr nehmt das mal jetzt ganz, ganz, ganz klar. Ja? Ich kann's. Überlegt mal. Ihr geht zu eurem Nachbar, erzählt ihm vom Christentum. Ja? Ihr geht zu eurem Nachbar, erzählt ihm vom Christentum. Er nimmt das Christentum an, in 10 Jahren lehnt er es wieder ab. Oder hat ein falsches Verständnis, oder er tut den Wille des Vaters nicht. Ihr glaubt, errettet zu sein, indem ihr andere errettet. Schaut mal, hört mir jetzt genau zu, ihr Lieben. Ihr glaubt, dass ihr errettet seid, indem ihr andere errettet. Ist das der Wille des Vaters? Wie viele habt ihr denn errettet, nur weil ihr ihnen von Christus erzählt habt und sie das Christentum angenommen haben? Tun sie denn den Wille des Vaters? Ihr müsst den Wille des Vaters lernen, damit sie errettet sind. Und ihr müsst den Wille des Vaters tun, damit ihr errettet seid, liebe Christin. Oh, ihr könnt 1 Million Menschen zum Christentum bringen, doch der Weg ist schmal. Warum ist denn der Weg schmal, wenn wir 2 Milliarden Christen sind, liebe Geschwister? Warum ist denn der Weg schmal, wenn so viele Menschen aus dem Alten Testament, bevor Jesus kam, in den Himmel kommen, ja, den Vater angenommen haben, was Abraham gesagt hat, doch haben sie den Wille des Vaters getan? Haben diese Menschen alle den Wille des Vaters getan? Jetzt sind wir 2 Milliarden Christen. Rechnet mal aus, wie viele Menschen es jemals gab und wie viele Christen es jemals gab. Ja? Und Gott sagt euch, der Weg ist schmal. Ja, warum? Weil sie den Wille des Vaters nicht getan haben. Ich will hier kein Heuchler sein, wie gesagt. Satan macht uns das sehr schwer. Wir haben gerade Menschen in der Politik, die uns sagen, wir verdienen weniger. Ja? Ihr habt überhaupt gar keine Ahnung. Wir lassen gerade die Macht Satan alles übernehmen. Er lacht uns gerade ins Gesicht. Ja? Er lacht uns gerade Gesicht mit der Homo-Ehe, mit dem Gender-Wahnsinn, ja. Er lacht, sein Trick war es immer zu verhüllen, dass er überhaupt existiert, ja. Und jetzt lacht er uns ins Gesicht aus unserer Dämlichkeit, ja. Ich will ja nicht beleidigen, aber sagst du nicht selbst, das ist Blödsinn, dein Sinn ist blöd? Sind wir nicht blöd? Wenn wir dich nicht verstehen, sind wir dann nicht blöd, lieber Markus? Wie viele Menschen habt ihr errettet, wenn ihr Menschen zum Christentum bringt? Tun sie den Wille des Vaters, habt ihr zugehört, ihr Lieben? Und Satan erschwert uns gerade so schwer das Leben. Ihr armen modernen Sklaven, mit euren 900 Euro im Monat. Wie wollt ihr mit 900 Euro im Monat den Wille des Vaters tun? Der Arbeitgeber gibt euch vor, du moderner Sklave, du bist kein moderner Sklave. Dein Arbeitgeber, das System gibt dir vor, um wie viel du frühstücken darfst. Wann du Mittagessen machen darfst, und wenn du zu Hause dein Abendbrot isst und du erzählst mir, du bist kein moderner Sklave, du kannst also selber nicht sagen, dass du um 10 Uhr frühstücken willst. Du musst um 9 Uhr frühstücken, weil du um 9.45 Uhr wieder anfangen musst, du arbeitest, du moderner Sklave. Du kriegst 900 Euro. Mit 900 Euro, 450 Euro zahlst du deine Wohnung. Du musst heute heiraten, ob du willst oder nicht, dass du zu zweit, ja, deine Wohnung finanzieren kannst, dein Leben finanzieren kannst, du moderner Sklave. Und das ist Satan gerade, der da oben alles einnimmt, alles, die ganze Macht ergreift, wegen unserer Blödheit. Ja, du, ihr modernen Sklave. Ihr versteht nicht. Satan weiß ganz genau, was der Wille des Vaters ist. Dass wir den Menschen dienen, dass wir in erster Linie Gott dienen, indem wir so dienen, wie Gott selbst gedient hat, den Menschen gedient hat, für uns sogar zu sterben. Und wir sind heute nicht mal in der Lage, einem Obdachlosen 1 Euro zu geben, weil wir Angst haben, ob wir dann nicht am nächsten Tag was zu essen haben. Ihr versteht nicht, ihr modernen Sklaven. Heute ist es so schwer, den Wille des Vaters zu tun.
so schwer, den Wille des Vaters zu tun. Du hast heute nicht deinen Garten, deine Holzhütte irgendwo und fischst ein bisschen. Dir bleibt Fisch über, dir bleibt dein Mais über und gehst zum Nachbarn und gibst es ihm. Heute bist du ein moderner Sklave und kriegst genau das, was dir zum Leben reicht. Und du kannst deinen Nachbarn, den Hilfsbedürftigen, noch nicht mal was geben. Satan zwingt dich dazu, nicht den Wille des Vaters zu tun. Oh, wer hat jetzt hier gesprochen? Ihr modernen Sklaven, was wisst ihr schon? Auf jeden Fall fange ich jetzt mal an, meine lieben Geschwister, mit Politik. Ich hatte vorhin etwas zur Politik gesagt. Immer wieder bekomme ich das mit, wenn ich irgendwelche Gemeinden besuche, dass dort aufgerufen wird, dass man wählen gehen soll. Ja? Am besten dann noch die AfD. In vielen Baptistengemeinden, in vielen Mennonitengemeinden. Ich werde heute alle beim Namen nennen, ja. Aber wie gesagt, ich will es in Liebe tun. Ich will hier niemanden angreifen, meine lieben Geschwister, und auch nicht fleischlich werden, ja. Aber das ist nun mal Tatsache. Und das ist natürlich etwas, meine lieben Geschwister, da braucht man auch gar nicht diskutieren. Das ist unbiblisch. Das ist nicht der richtige Weg. Es gibt nur einen Weg und dieser heißt Jesus Christus. Und wir sollten unser Kreuz bei dem machen, der das Kreuz auch für uns getragen hat. Jede Politik. Ach, jetzt auf einmal ist der Weg Jesus Christus. Bei der Politik nimmst du ganz klar Jesus Christus als Weg. Aber wenn es um andere Geschwister geht, sind sie nicht der Weg. Der Weg ist, ja, einem zu folgen. Ja, hast du suggeriert. Jetzt aber, wo es um die Politik geht, dass du unbedingt nicht willst, dass wir wählen gehen. Woher kommt, warum willst du unbedingt, hier hört man ganz klar raus, dass du unbedingt nicht wählen gehst. Weil sonst würdest du nämlich sagen, ja, das Fundament ist Jesus Christus und nicht, ja, die Apostel. Du würdest sagen, der Weg ist Jesus Christus und nicht irgendein Mensch. Du würdest sagen, hört ihnen zu, das Gute behalte, das Schlechte verwerft, das, was Jesus Christus gesagt hat. Da sagst du, das ist nicht der Weg, den einen und den anderen zuzuhören. Wo Jesus doch sagt, ihr dürft allen zuhören, das Gute behalte, das Schlechte verwerft. Jesus sagt, wir dürfen jeden zuhören. Und du sagst, das ist der falsche Weg. Du widersprichst Jesus Christus. Und jetzt, wo es um das Wählen geht, sagst du ganz klar, Jesus Christus ist der Weg. Lieber Markus, ja, nicht wie Blödsinn, du sagst, dass vieles, ja, das ist Blödsinn, das ist Blödsinn, das ist Blödsinn, das wiederholst du so oft, ja. Denke nicht, dass wir alle Blödsinn, mein lieber Bruder, ja, mit dieser Aussage. Ich sag jetzt mal gleich was vorweg. Als die Moslems Europa angegriffen haben, so oft, und wir uns nicht gewehrt haben, ja, die Könige sind damals, ja, 400 Jahre nachdem die Moslems gewütet haben und was weiß ich was alles getan haben, ja, wir haben hier den klaren Feind vor Augen, und da ist jemand, der den Feind, ja, nicht nur angreifen will, sondern ihn einfach auf Distanz haben will. Wir reden hier von jemandem, der den Gegner auf Distanz haben will. Die AfD redet nicht von wegen, wir gehen da hin und schlachten die alle ab oder sonst was, sondern auf Distanz haben will und auf kontrollierte Einwanderung. Ihr vergisst, liebe Leute, dass Rammstein und was weiß ich was, die größten, ja, also auf Inseln, irgendwo in was weiß ich wo, ja, stationierte Basen sind in Deutschland. Glaubt ihr etwa, die AfD könnte sich erlauben, ja, kriminelle Sachen zu machen? USA würde sofort auf ein paar Knöpfchen drücken und Deutschland zerstören. Wenn Deutschland nochmal irgendwas Hitler-ähnliches machen wird, ja, wird Deutschland komplett zerstört, meine Lieben. Glaubt ihr etwa, die AfD ist jemand, der hier nochmal sowas Nazitümliches machen will? Ja, wir haben die USA stationiert überall in ganz Deutschland. Die würden uns sofort auseinandernehmen, sofort vernichten, wenn wir nochmal auf Nazis machen würden. Ja? So. Und 400 Jahre, bevor, 400 Jahre nachdem Islam so gewütet hat, sind die Könige zur Kirche gegangen. Die Könige sind zur Kirche gegangen, haben die Kirche gewählt, sie zu erretten. Also, ja, und was ist passiert? Wir haben Jerusalem wieder befreit, ja, von den Moslems. Ja? Was haben die Könige gemacht? Sind die Könige nach Neuseeland gegangen, haben die Neuseeländer gewählt? Sie haben die Kirche gewählt. Und die Kirche hat endlich unterstützt den Kampf gegen die. Lieber Markus,
Ja? Was hättest du jetzt gesagt? Du hättest gesagt, die Moslems standen schon in Frankreich. In Frankreich. Nach deiner Aussage, lieber Markus, ja, hätten wir nicht die Kirche wählen sollen. Ach, heute, die Kirche ist ja was anderes wie Politik. Nee, warum denn? Die Kirche ist genauso politisch wie die Politik heute. Ja? Und nach deiner Aussage hätten wir gar nichts tun sollen, Jesus ist der Weg. Nach deiner Aussage hätten wir gar nichts tun sollen, Jesus ist der Weg. Sagt Jesus nicht, gibt den König, gibt Gott, was Gott gehört und den Kaiser, was Kaiser, den Kaiser gehört. Sagt das hier nicht, Jesus, hast du das schon vergessen? Ja? Natürlich sage ich auch immer, einen antichristlichen Kaiser sollen wir gar nichts geben. Ihr glaubt doch nicht, dass Jesus sagt, gib den Kaiser, was dem Kaiser gebührt, wenn der Kaiser ein Pädophile ist. So einen sollen wir gar nichts geben. Doch wenn wir sehen, dass er, ja, gegen den Feind, ja, Jerusalem erobert hat und wir, ja, es wieder erobern sollen. Lieber Markus, ich mach's mal ganz kurz. Hätten wir damals die Kirche nicht gewählt, die Menschen, um uns von diesem Joch, ja, der Moslems zu befreien, dann würdest du und ich heute wahrscheinlich, lieber Markus, ja, da irgendwo in irgendeinem Kohlewerk heute in Deutschland, würden wir uns wahrscheinlich gerade angucken, ja, und uns und 16 Stunden arbeiten, Kohle abzubauen und uns gegenseitig ins Gesicht gucken und uns fragen, wer wird wohl heute von uns beiden die Rosette eines Imams lutschen? Nach 16 Stunden Arbeit, lieber Markus. Du wärst heute, wenn wir Glück hätten. Wenn wir Pech hätten, lieber Markus, hätte der Islam ganz Europa erobert und du wärst heute noch nicht mal ein Christ. Die Endzeit wäre schon längst da. Die Widersache, ja, wenn wir keine Widersache tun, wenn wir resignieren, wenn wir nicht kämpfen, den geistlichen Geist in erster Linie, doch wenn da einer kommt und uns weltlich angreift und wir uns nicht wehren, wäre die Endzeit schon längst da. Begreift ihr das überhaupt? Wo ist eure Liebe zum Nächsten? Ihr begreift gar nichts, begreift ihr, ja? Ich könnte auch sagen, das ist Blödsinn, was du redest. Könnte ich auch sagen. Aber ich sage, ihr begreift gar nichts. Denn wenn ihr begreifen würdet und wir uns nicht wehren, tut Satan schon längst die Macht übernehmen. Die Endzeit wäre schon längst da. Hätten wir uns damals nicht gewehrt, bei wem? Hätten wir uns damals nicht gewehrt, 400 Jahre nach Mohammed? Ja? Hätte damals, ja, in Spanien, ja, hätte der sich nicht gewehrt und so weiter, hätten die Spanier sich nicht gewehrt, die Rumänen, die Ex-Jugoslawien, wir wären schon alle muslimisch, wir wären schon alle unterwandert. Also was für ein Blödsinn redet ihr da? Wir sollen nicht weltlich agieren. Wenn der Feind ganz klar uns weltlich angreift. Wer das Schwert erhebt, wird das Schwert umkommen. Wer das Schwert erhebt, wird durch das Schwert umkommen. Ja, die Muslime erheben das Schwert gegen uns. Also wie kommen sie um? Durch das Schwert, sagt Jesus Christus. Er erhebt das Schwert, er geht auf dich zu, ja? Der Moslem erhebt das Schwert und geht auf dich zu und will dir die Kehle durchschneiden, deinen Kopf abschneiden. Und ich erhebe dann mein Schwert und töte ihn, weil er das Schwert erhoben hat. Jesus hat doch gesagt, wenn er das Schwert erhebt, dann, ja, es soll ja nicht sein, dass wir uns auf Krieg vorbereiten, ja? Dass wir überall Schwerter zu Hause haben und sagen, ja, mal gucken. Ja, nein. Aber wenn wir sehen, dass wir angegriffen werden, dann kaufe ich mir eben ein Schwert, ja, weil das Schwert schon längst erhoben worden ist, damit er durch das Schwert umkommt und nicht ich. Wer für seine Freunde stirbt, hat die größte Liebe. Ja, wie soll ich denn für meine Freunde sterben? Indem ich sage, Moslem, komm, wandere mich ein und schneide mir den Kopf ab, so bin ich für meine Freunde gestorben oder weil ich sie verteidigt habe. Ich tue den Angreifer, der das Schwert erheben, tue ich angreifen. Ja? Und komme dabei selber um. Wie die Kurden zum Beispiel. Die Kurden beschützen gerade, ja, und es steht sogar in der Bibel prophezeit. Es steht in der Bibel prophezeit, dass ein Ungläubiges, also ein Paganen, sagen wir es mal, müssen wir es mal einfach erklären, dass ein Paganen, ja, Volk uns beschützen wird. Gegen die anderen Paganen kämpfen wird. Warum? Weil wir zu feige sind. Wir sind einfach nur feige. Euer Leben ist euch viel zu viel wert. Glaubt ihr nicht an Gott? Wer für seine Freunde stirbt, hat die größte Liebe. Ja, wer den Wille des Vaters tut, kommt in den Himmel. Ja,
Doch die größte Liebe ist, wer für seine Freunde stirbt. Warum hängt ihr so an eurem Leben? Warum hängt ihr so an eurem Leben? Ihr seid Feiglinge, ihr hängt an eurem Leben. Ja? Ihr wollt nicht, dass in 500 Jahren noch ein letzter Markus kommt und ins Himmel kommt. Ihr wollt jetzt die Endzeit haben aus Egoismus. Ja? Das ist, was ihr macht. Ihr suggestiert, ihr erzählt Sachen, weil ihr die Endzeit jetzt haben wollt. Ja, ich kenne eure Geister. Nicht alle, aber viele von euch. Ja? Ihr beschwört die Endzeit dabei, ihr wollt auferhoben werden. Doch habt ihr den Wille des Vaters damit getan? Habt ihr den Wille des Vaters damit getan, euren Nächsten zu lieben? Eure Liebe zum Nächsten soll diese sein wie der Vater. Der Vater sagt, ich lasse all dieses Leid auf dieser Welt zu, damit der letzte Markus noch eine Chance hat, in den Himmel zu kommen. Sonst könnt doch die Schnauze voll haben schon von uns und uns alle zerstören. Ja? Doch ich werde euch nie wieder derart Sintflut schicken, ja? Denn ihr seid von Anfang an mit Sünde. Ihr Lieben, wie willst du sterben für deinen Nächsten? Wie denn? Wie willst du beweisen, wie viel Liebe du hast für diesen letzten Markus? Wie willst du beweisen, dass du diesen Markus in 500 Jahren, der noch nicht mal geboren ist, den du so sehr liebst, obwohl er noch nicht mal geboren ist, indem du den Wille des Vaters tust? Denn der Vater hat so sehr geliebt, ja? Der hat noch nicht mal das Universum erschaffen, lieber Markus, und hat schon dein Gesicht gesehen. Hat dich im Leib deiner Mutter gesehen, bevor er das Universum erschaffen hat. Und hat dich so sehr geliebt, dass du heute die Chance hast, in den Himmel zu kommen, lieber Markus. Wer den Wille des Vaters tut, das ist genau dasselbe, was wir tun müssen. Die Endzeit so weit wie möglich nach außen dringen, ja, nach außen verschieben, damit so viele Menschen wie möglich noch die Chance haben, in Himmel zu kommen. Wenn wir die AfD nicht wählen, ja, wenn wir die AfD nicht wählen, dann tun wir gerade aufgeben gegen die Linken und die Grünen. Ja? Und die Grünen sind der absolute Teufelswerk, die Höllenhunde Satans sind die Grünen. Pädophilie, Sex mit Geschwistern wollen die erlauben, Pädophilie wollen die erlauben, ja? Gender-Ehe und diesen ganzen Scheiß haben sie schon erlaubt. Und du willst, dass wir dagegen gar nichts tun? Tja, Markus, wenn wir dagegen gar nichts tun, ja, wenn wir nichts dagegen tun, dann haben wir die Endzeit in 100 Jahren. Beispiel, nur ein Beispiel, das soll hier nicht kein prophetisches Gerede sein, das sollen nur Beispiele sein. Wenn wir was dagegen tun, ist es in 200, 300, 500 Jahren. Wo ist eure Liebe zu eurem Nächsten? Wo ist die Liebe zu denjenigen, die noch nicht mal geboren sind? Wo ist deine Liebe zu denen, ja, zu dem Markus, der noch nicht mal geboren ist, dass du genauso liebst wie dein Vater? Sagt ihr nicht, dass ihr Heiligkeit erreichen könnt? Wenn ihr heilig seid, ihr sollt heilig sein wie der Vater, sagt Jesus Christus. Damit ihr heilig seid wie der Vater, wisst ihr, was das heißt? Dann müsst ihr so lieben wie der Vater. Der Vater hat dich geliebt, Markus, der hat dich im Bauch deiner Mutter gesehen, bevor das Universum überhaupt erschaffen hat. So sehr sollen wir diesen letzten Markus lieben, ihm eine Chance geben, so wie Gott uns eine Chance gegeben hat. Ja? Nach der Sintflut. Mit Noah. Ja? Er hätte alles zerstören können, Markus. Er hat dich schon vor wie vielen Jahren gesehen. Doch er sagt, tut mir leid, Markus. Deine Vorgänger haben so viel Mist gebaut. Ich gebe dir keine Chance. Ist das das, was ihr wollt? Ist das das, was ihr wollt? Die Endzeit herbeirufen, Satan und das Böse, ja, in der Politik die Macht übernehmen lassen, ja, Zensierung, ja. Dann kannst du hier keine Videos mehr machen, ja, mein lieber Freund. Du kannst hier dann keine Videos mehr machen. Guck mal hier, dein ganzes weltliches Zeug in deinem Bild. Dein ganzes weltliches Zeug, ja. Du sprichst von Jesus, warum ist diese Welt, du sagst nachher, dass das MCM so viele gute Videos macht, ja, scheiß drauf, sage ich immer ganz klar, wie gut die Videos sind, es geht nur um den Inhalt. Hat Jesus etwa gesagt, Moment mal, Jünger, lasst uns mal bitte, ja, zum Schwarzen Meer gehen, und damit ich einen besseren Hintergrund habe, ja, soll ich auch mal abgehen, ja? Hat Jesus gesagt, wartet mal, ich will ein gutes Hintergrundvideo, Hintergrundbild haben. Ich will ein gutes Bild machen.
In der Steppe, im Wald, im Gebüsch hat er vor den Jüngern gesprochen. Und ihr, guck mal das Weltliche hinter dir an, Markus. Warum verlierst du so viel Zeit? Warum verlierst du so viel Zeit? Ja, tut mir leid, meine Herren. Ich bin immer hart. Ja, ist mir auch egal. Ihr könnt mich abonnieren oder sonst was. Ist mir egal. Ich habe die Schnauze voll von euch. Ja, lasst jeden Christen die Arbeit tun, die er tut. Das Gute bald das Schlechte verwerft. Wir kommen, das Christentum ist ein Prozess. Der Glaube ist ein Prozess. Ich war damals selbst Katholik, habe selbst Maria um blablabla angeboten, dass sie mir hilft und blablabla angebetet, dass sie mir hilft. Ja? Darum sage ich immer, lasst jeden tun, was er will. Gibt ihm Zeit. Gibt ihm Zeit. Ja? Aber nicht gleich nicht sagen, ihr könnt nicht den folgen und den folgen. Was tut ihr da eigentlich? Ist das Christenliebe? Ist das Christenliebe? Frage. Ja? Was redet ihr eigentlich? Jesus, wie du gerade eben selber gesagt hast, Jesus ist der Weg und Jesus sagt, das Gute bald das Schlechte verwerf. Entschuldigung für es so oft wiederholen. Denn nur so funktioniert das. Wiederholen. Ja? Deswegen tun Muslime rezitieren. Nur so funktioniert das. Bei ihnen ist es Eindoktrinierung. Ja? Und bei mir ist es auch, ja, jemanden in seinem Langzeitgedächtnis zu implantieren, was richtig und falsch ist. Ja? Wir wollen hier niemanden eindoktrinieren, ja, sondern nur, dass er die Wahrheit nicht vergisst, dass er die Wahrheit versteht, ja. So. Politische Partei, meine lieben Geschwister, ob es jetzt die CDU ist, ja, oder die SPD oder auch die AfD, ja, und die Grünen und wie sie alle heißen, meine lieben Geschwister, jede Partei ist antichristlich. Jede Partei ist Anti-Jesus. Und deshalb frage ich mich, wie kann das sein, dass Älteste in Gemeinden dazu aufrufen, dass die Schafe wählen gehen sollen? Jede Partei ist antichristlich. Ja, ich habe nachgeprüft, also seltsamerweise hat man der AfD vorgeworfen, dass sie nur 13% offiziell Christen habe. Ja? Wir wissen aber, dass da viele Wissenschaftler sind, Menschen mit Professoren und Doktoren, wir wissen, dass die viele von denen nicht gläubig sind. Aber woher weißt denn du, dass die nicht christlich werden? Du sagst selber nachher gleich in dem Video, wirst du sagen, dass wir für sie beten sollen. Warum sollen wir? Bevor ich es vergesse, du sagst, Markus, du machst so viele Fehler, das ist schon nicht mehr normal. Du sagst, dass wir für sie beten sollen. Wenn sie antichristlich sind, nützt das Gebete nicht. Du kannst gegen den Antichristen beten, wie du willst, es hilft nichts. Er ist verstockt. Selbst der Mensch wird verstockt, wenn er gegen Gott geht. Ja? Bis zum dritten und vierten Glied. Wir können nicht jeden erretten, weil Gott selbst ihre Herzen verstockt hat. Habt ihr das vergessen? So. Und der Antichrist, der ist nicht nur verstockt, er ist der Gegenspieler Gottes. Ja? Wenn man es mal so ausdrücken darf. Und für die sollen wir beten. Du sagst in einem Video, wir sollen für sie beten. Wir sollen sie nicht wählen, aber wir können für sie beten. Was nützt das Gebet gegen den Antichrist? Dass der Antichrist auf einmal sagt, ich werde wieder christlich? Markus, ja. Dummsinnig, wie sagst du, Blödsinn? Das ist Blödsinn. Das ist absoluter Blödsinn, was du hier gerade sprichst, lieber Markus, ja? So, vergib mir meine Härte. Ja, aber lieber Markus, wie lange bist du Christ? Das Studieren hoch und runter der Bibel, das Studieren der Bibel hoch und runter, ja, hilft alles nichts, wenn man den Geist nicht hat. Und in der Bibel steht, dass wir untergehen werden, weil wir untergehen an Mangel an Erkenntnis und weil wir nicht studieren. Beides. Ja? Wie lange bist du Christ? Wie lange hast du studiert? Im Geiste. Ja, das ist, was ich meine. Die Jahre bringen einen großen Vorteil. Und ich glaube, wie ihr seht, ja, tue ich alles, was ich dir hier vorwerfe, Basis, Fundament habe und nicht einfach irgendetwas gelabert ist. Ja, ich denke mal, dass ihr das, gerade die Christen, die im Geist seid, das ganz genau hier versteht. Ja, ich gebe zu, dass ich ein bisschen manchmal hapere. Ja, wenn ich daran denke, wenn er das Schwert erhebt, dann darf ich das Schwert heben, um mich zu wehren. Ich gebe zu, dass ich da ein Geist, dass das das Einzige ist, wo ich einen geistlichen Konflikt habe. Weil ich glaube, dass man sich
verteidigen darf. Doch ihr, mit, das ist, was ich meine, ihr mit euren Suggerieren, Suggestionen, ja, schafft es sogar, mich manchmal zum Nachdenken zu bringen, ob es denn überhaupt richtig ist. Aber das ist der einzigste geistliche Konflikt, den ich habe. Gebe ich zu. Ja, aber ansonsten, alles, was ich jetzt bis jetzt gesagt habe, zeigt, wer hier Blödsinn spricht. Ja? Alle Parteien sind antichristlich. Dann jetzt pass auf. Dann warum sagt denn Jesus, gibt den Kaiser, was den Kaiser gebührt und gibt Gott, was Gott gebührt? Ja, was sollen wir ihnen dann geben? Und genau das ist es. Genau das ist es. Ihr seid zu weltlich. Den Kaiser gebührt gar nichts. Wenn jeder Politiker, der Kaiser war damals auch Politik, eine andere Art von Politik, ja? Der Kaiser hat dich gezwungen, Steuern zu zahlen, ob du wolltest oder nicht. Und wenn nicht, dann gehst du in den Kerker. Heute bist du auch gezwungen, die Politiker zu bezahlen. Selbes Politiksystem. Absolut selbes Politiksystem. Zahlst du keine Steuern, machst du Hinterentzückung, kommst du auch in den Kerker. Es hat sich nichts geändert, liebe modernen Sklaven. Ja? Warum sagt dann Jesus? Warum sagt er dann? Gib den Kaiser, was der Kaiser gebührt und gibt Gott, was Gott gebührt. Beziehungsweise umgekehrt, gib Gott, was Gott gebührt und gibt den Kaiser, was Kaiser gebührt. Warum sagt er das, wenn die doch alle antichristlich sind? Du sagst, sie sind alle antichristlich. War David antichristlich? War Salomon antichristlich? Wie viele Könige haben das Christentum angenommen und dadurch das ganze Volk in der Geschichte, in England, in Schottland, bevor die Germanen überhaupt kamen, als das Christentum sich in Europa entwickelt hat, da haben die Völker in Germanien, in Spanien, überall, ja, aber ich rede mal hier von Deutschland, wo Deutschland, bevor Deutschland überhaupt Germanien überhaupt war, ja, haben Stämme von diesem Christentum gehört und sie glaubten eher an einen Kriegergott. Und dann kam auf einmal dieser liebende Gott. Und diese Menschen haben darüber gelacht. Was ist denn das für ein Gott? Ja? Doch dann hat der Führer dieses Stammes das Christentum angenommen. Und alle wurden christlich. Pum, hat's gemacht. Ja? Du hast recht. Natürlich sind die meisten politischen, ja, politischen, ja, Machthabereien und was auch immer, natürlich antichristlich. Ja? Und das lernen wir auch in der Bibel. Dass niemand, ja, dass so gut wie niemand sich eines Guten gebührt, wenn er nicht im Hintergrund hat, sich daran zu bereichern. Das lernen wir ja schon in der Bibel. Ja? Dass du natürlich schwach wärst. Warte mal, ich bin jetzt hier an der Macht. Warum soll ich nicht mein eigenes Gehalt erhöhen? Ja, meine Diäten erhöhen. Und dann wird man schwach und wird antichristlich. Gebe ich dir vollkommen recht. Aber nicht alle. Ja? Und wenn da jemand ist, der selbst nur 13% Christen in der Partei hat, offiziell. Was heißt offiziell? Jemand hat es denen vorgeworfen und sie haben dazu nichts gesagt. Also gehe ich mal davon aus, wenn sie da keinen großen Wind machen, dann ist es wohl so sein wird. Aber sie gehen gegen den Feind vor. Wenn ihr Christen das schon nicht tut, ihr Christen tut es schon gar nicht. Macht nichts. Tut nichts. Macht nichts, tut nichts. Ja, zu wem soll ich denn dann gehen? Zu wem soll ich denn dann gehen, der meine Kinder beschützt, meine Familie beschützt? Dann gehe ich doch zur AfD. Ja? Ach, das ist doch auch nur das kleinere Übel. Ach, das ist also auch nur das kleinere Übel. David hat Goliath getötet. Wollen wir das jetzt als kleineres Übel nennen? David hat Goliath getötet, damit Israel nicht untergeht. Und damit Deutschland nicht untergeht, wollen wir die AfD wählen, beziehungsweise Europa, beziehungsweise die westliche Welt, deswegen haben sie Trump gewählt und so weiter. Ja? Wie gesagt, wer die Menschen wird, trotzdem verflucht, das sage ich immer. Wir wissen nicht, was da in Zukunft passiert. Ja? Aber ich will doch lieber die AfD, als dass ich zugucke, dass der Islam uns unterwandert. Und die Endzeit, das ist hier das Entscheidende, die Liebe zu unserem Nächsten. Ja? Wir nicht Gottes Wille tun. Wir tun nicht Gottes Wille, indem wir zugucken, wie wir unterwandert werden und die Endzeit schrumpft. Versteht ihr das überhaupt? Dann wähle ich doch natürlich lieber den kleineren Übel als das absolute Übel. Wenn wir jetzt nichts tun in der Politik, gar nichts tun, dann tun die jetzt hier alles mit uns, was sie wollen. Deine Videos, lieber Markus, ja? Wirst du dann noch Videos in YouTube machen können oder musst du dann umschwingen auf irgendwelche anderen Plattformen? Ja? Siehst du denn nicht, was sie alles mit uns vorhaben? Siehst du das denn nicht? Ist egal. Willst du die Endzeit, Markus? Ist eine Frage. Willst du die Endzeit? Wollt ihr die Endzeit? Oder liebt ihr
demnächst in Markus. Gib dem Kaiser, was dem Kaiser gebührt. Ihr sagt das doch immer so. Ja? Meine Definition ist eine andere. Ja? Stirbt nicht, ich glaube in dem Video sage ich das, stirbt nicht als Feind Gottes. Ja? Aber wir gehen mal von euch aus. Wenn ihr doch sagt, gebt dem Kaiser was den Kaiser, wenn, so, wenn ihr es so versteht, wieso geben wir dann nicht ein Kreuz dem Kaiser heute? Wieso geben wir nicht dem heute? David, nochmal, David hat einen getötet, David hat Goliath töten müssen, um sein Volk zu beschützen. Und wir dürfen kein Kreuz machen, um uns zu beschützen. Blödsinn. Jetzt wählt man die AfD sehr stark. Ja, leider auch in unseren Gemeinden heutzutage, weil man ja Angst vor den Flüchtlingen hat. Dabei sind es doch gar nicht die Politiker, meine lieben Geschwister, die die Flüchtlinge alle hereingelassen haben, sondern es ist der Herr Jesus, der die ganzen Flüchtlinge hineingelassen hat. Ja, wir brauchen auch gar nicht... Der Herr Jesus hat die ganzen Flüchtlinge hereingelassen. Was habt ihr eigentlich gefressen, Leute? Was, ist es schon so weit... Monsantos oder was? Habt ihr schon zu viel Monsantos oder wie heißt das Zeug gefressen? Jesus lässt diese Leute rein. Was hat denn Jesus das Wort gesagt im Alten Testament? Mischt euch nicht unter ihn, denn sie werden sich eures euch aufdringen. Klopft euch den Staub ab und geht. Lasset den Hilfsbedürftigen rein, doch beide sollen dasselbe Gesetz annehmen. Jesus hat also den Feind zu uns gebracht, damit wir dann dem Feind sagen, ja komm, aber du musst dasselbe Gesetz annehmen, nicht denselben Glauben. Dasselbe Gesetz. Doch beide sollen dasselbe Gesetz annehmen, nicht denselben Glauben. So tolerant ist unser Gott, dass er bei uns sagt, sie können ruhig ihren Glauben haben. Doch sie müssen dasselbe Gesetz annehmen. Ja, welches denn, lieber Markus? Scharia? Sollen wir das Scharia-Gesetz annehmen? Sollen wir uns unter ihnen mischen, damit sie uns ihres aufdringen, Markus? Blöd. Sinn, was du da redest. Absoluter Blödsinn. Ja? Und wegen diesem Video werde ich wahrscheinlich wieder 20 Abonnenten verlieren, aber ist mir egal. Ja? Jesus macht das? Jesus sagt uns im Alten Testament, Jesus ist das Wort Gottes. Was glaubt ihr, wer im alten Wort, wer, von wem die Menschen eingegeben worden sind? Durch Christus. Christus. Christus ist, was ins Fleisch gekommen ist. Deswegen sagen wir doch Jesus Christus, Jesus Fleisch. Von David und Christus Wort vom Vater. Was glaubt ihr, wer da gesprochen hat? Also Jesus sagt, mischt euch nicht unter ihnen. Und jetzt auf einmal sagt er, er schickt uns diese ganzen Leute. Ich sage euch jetzt mal was. Wie viele Syrer, ja, haben Jesus im Traum? Ihr glaubt, dass ihr diese Menschen zu uns kommen lassen sollt, dass Jesus sie schickt, damit wir sie bekehren können. Ihr habt auch gar keine Ahnung. Wenn Jesus einen Menschen will, wenn Gott einen Menschen will, wird er ihn persönlich holen. Hast du nicht gerade vom Fundament von Petrus gesprochen? Von Saulus, Entschuldigung, Saulus und Paulus? Fundament, die Apostel. Jesus hat selbst, ja, Saulus, ja, errettet. Saulus, warum verfolgst du mich? Wie vielen Menschen erscheint, ja, in Syrien, ISIS-Kämpfer, ja, die jetzt Christen werden, denen Jesus erscheint. Und ihr glaubt, wir müssen sie uns zu uns holen. Dass das, was zu uns kommt, sag mal, wie gebildet seid ihr eigentlich? Die ganzen Christen werden gerade von den Kurden aufgenommen. Die Christen wurden von den Kurden aufgenommen und beschützt. Die Christen waren dort, ja, stationiert in Lagern, ja, in Camps, ja. Die Christen, die zu uns rüber mit den Muslimen kamen, wurden von den Booten runtergeschmissen. Ja? Kinder, Frauen, Schwangere. Wenn die Muslims wussten, das sind Christen, hat man sie über Bord geschmissen. Was glaubst du, warum so wenige Christen es zu uns schaffen? Das macht also Jesus. Das macht also Jesus. Markus, Blödsinn. Kann ich jetzt den nächsten Bundeskanzler wählen? Warum? Das wurde schon entschieden, wer der nächste Bundeskanzler ist. Das sind doch nicht wir, meine lieben Geschwister, die das entscheiden. Dieses ganze Wählen und Tralala ist einfach nur ein Ablenkungsmanöver davon, was eigentlich... Ich weiß nicht, wann ich Stopp machen kann. Also, bei uns wurde der Bundeskanzler gewählt. Ja? In Amerika der Präsident. Ja?
und so weiter. Und in Saudi-Arabien wurde der König gewählt. Was bringt uns denn der saudi-arabische König? Was bringt er uns denn? Nichts Positives und nichts Negatives, also zumindest in Europa nicht. In Europa nicht. Ja? Solange wir nicht die mit Militär unterstützen, ja? Solange wir denen nicht von ihrem Öl so abhängig sind, ja? Und solange wir nicht so viele Moscheen von denen uns finanzieren lassen, ja? Und solange wir nicht so viele von diesen Leuten mit deren Ideologie zu uns reinlassen, kann uns eigentlich überhaupt nichts passieren. Wir haben das Geld. Ja? Ich zeige euch jetzt mal, wie blöd wir Menschen eigentlich sind. Wir haben das Geld. Die Saudi-Arabier können so viel Öl haben, wie sie wollen. Wenn du ein Maisfeld hast, wenn du der größte Besitzer von Maisfeldern auf der Welt bist, ja? Wer hat die Macht über dich? Der dir das Mais abkauft, der kann mit dir spielen, wie er will. Ja? Du kannst natürlich auch spielen, weil du das größte Mais hast. Aber, ja, glaubt ihr, die sind die Mächtigen, weil sie das Öl haben? Die Mächtigen sind die, die das kaufen können. Wir haben die Macht über die. Wir könnten denen sagen, pass mal auf, ihr habt doch gar kein Geld. Wenn ja, was habt ihr denn? Wollt ihr Kamele verkaufen? Hm? Ihr müsst Öl verkaufen, damit ihr vorankommt. Sonst habt ihr doch gar nichts. Schaut euch mal an, 1984, ja, Katar, bis heute, auf der Satellitenkarte an. Ja, das war nichts. Vorher gar nichts. Dann kam das Öl, vorher schon, ja. Und dann auf einmal waren sie was. Wisst ihr, was man hätte tun sollen? Ja? Man hätte denen das Öl kaufen sollen, so wie man es gemacht hat. Ja? Wir waren nicht so gemein, wie die Muslime immer sagen, wir waren gemein und haben denen alles weggenommen. Nein, wir haben sie reich gemacht. Die westliche Welt hat sie reich gemacht. Und obwohl wir sie reich gemacht haben und gezeigt haben, hier, wir hätten euch alles wegnehmen können, wir hätten eure Saudi-Arabien, wisst ihr, Saudi-Arabien hat bis heute nur 300.000 Einwohner, wisst ihr das überhaupt? Die haben Millionen Einwohner, aber die meisten davon sind Arbeiter aus dem Ausland, in der, ja, Indonesien und sowas, die da hinkommen und arbeiten, auch Nordeuropäer und Amerikaner, die dort arbeiten. Aber echte Saudi-Arabien gibt es nur 300.000. Amerika und Russland und England oder China oder was auch immer, die hätten dorthin gehen können und sagen, pass mal auf, ja, hier habt ihr 5 Millionen oder 5 Billionen, das gehört jetzt alles uns. Aber, ja, entweder ihr nehmt das oder wir erobern euch einfach. Haben wir Christen das getan? Hat die westliche Welt das getan? Nein, die westliche Welt hat sie reich gemacht. Und was war der Dank? Dass sie jetzt mit unserem eigenen Geld und uns unterwandern, radikale Moscheen finanzieren, Moscheen überall bauen, mit unserem eigenen Geld. Wacht doch mal auf, Mann. Das ist, was Jesus will. Was redet ihr eigentlich? Jesus will, dass wir unterwandert werden. Jesus will die Abtrünnigkeit. Jesus will, dass kleine Kinder in Syrien tagelang vergewaltigt werden. Frauen, ja, 4 Tage nicht zu essen bekommen. Dann tun sie in anderen Zimmern die Kinder, ja, abschlachten, kochen und die Frauen haben 4 Tage nichts gegessen. Dann gibt man denen Essen und sie essen es dann. Ja? Und wisst ihr, was man denen dann gesagt hat? Ihr habt gerade eure eigenen Kinder aufgefressen und sie hat natürlich so viel Hunger, dass sie nicht riechen. Erstmal, hier riecht doch etwas seltsam. Ja? Dieser dreckige Satan. Hm? Das ist also, was Jesus macht. Ja? Jesus, wir finanzieren den Gegner mit unserem eigenen Geld. Das ist also, was Jesus macht. Bist du dir da sicher? Diese Frauen haben ihre eigenen Kinder aufgefressen. Das ist der absolute Drecksfeind, ja, der das Schwert gegen uns erhebt und durch das Schwert umkommen muss. Habt ihr das verstanden? Ja, mal ganz klar hier. Wir reden hier nicht von jemandem, der ein Kaugummi geklaut hat. Wacht doch mal auf, Mann. Wir reden hier von Satan. Eigentlich in der Welt wirklich um uns herum geschieht. Ja? Meine lieben Geschwister, wir Christen sollten also nicht wählen gehen. Wir sollten für die Politiker beten, das sollten wir ja, aber wir sollten nicht wählen gehen. So, jetzt habt ihr es. Wir sollten für die Politiker wählen gehen, beten, aber nicht wählen gehen. Wie kannst du denn für einen antichristlichen Politiker, alle Politiker sind antichristlich, sagst du, wie, wenn wir für sie beten, hat es überhaupt keinen Sinn. Du hast hier ein Wunschkonzert in deinem Kopf, lieber Markus. Das ist schon nicht mehr normal. Das ist der größte Blödsinn, den ich in meinem Leben gehört habe. Ich habe in meinem Leben noch nie so viel Blödsinn gehört. Von keinem anderen Christen. Ja? Doch, gib zu, hab Sachen wie, es gibt Glück,
Es hat auch mit Glück zu tun, in den Himmel zu kommen. Ja, und was du später sagst, ist Außerirdischen und sowas. Ja. Gibt großen Blödsinn. Aber wie kann, das ist dasselbe wie bete für Satan. Das, was du hier gerade sagst, ist genau dasselbe wie bete für Satan. Ist das nicht Blödsinn? Gib's doch mal zu. 5, 6 Jahre Christ, verzeih meine Härte. Rede einfach, was du zu reden hast. Doch urteile oder kritisiere keine anderen Geschwister. Lass sie tun, das gebe ich dir mit. Lass sie tun, was auch immer sie tun. Das Gute behalte das Schlechte verwirf. Denn wir Christen haben auch den Heiligen Geist. Und wie du siehst, kommt das bei mir aus dem Stegreif. Ja, ich gebe zu, ich habe mir dein Video gestern Abend schon angeguckt, glaube ich, ein paar Gedanken dann schon gehabt. Was heißt Gedanken? Was aus dem Stegreif kommt. Ja, wir haben den Heiligen Geist, lieber Markus. Ja, nicht nur du. Naja, obwohl. Weil, wie gesagt, die Politik ist antichristlich, ja. Jede Partei ist antichristlich. Und selbst wenn jetzt, ja, Geschwister sich zusammentun würden, um eine christliche Partei zu gründen, so etwas gibt es ja auch. Ja, und selbst wenn die es dann schaffen würden, bis nach Berlin, die würden niemals dort wirklich etwas erreichen. Okay, seht ihr eigentlich, was für ein Schwachsinn hier geredet wird? Jesus ist es, ja, der etwas macht, der die kommen lässt. Jesus macht das alles. Wenn christliche Geschwister sich zusammentun würden, würden sie niemals etwas erreichen. Wo doch, obwohl das vielleicht Jesus gesteuert hat? Was redet dieser Mensch überhaupt? Wir haben christliche Gemeinden in Amerika, die riesengroß sind. Und schaut mal, was sie da dort alles erreicht haben. Ihre Konstitution beruht auf das Christentum. Ja, natürlich. Ja. Eine christliche Gemeinde würde niemals was erreichen. Also das ist schon wirklich der absolute Hammer. Ja. Selbst wenn jetzt Christen sich zusammentun würden, eine Partei gründen würden, sie würden nie etwas erreichen. Wenn es doch Jesus selbst gesteuert hat. Also Jesus steuert, dass der Feind zu uns kommt und wir können dadurch was erreichen, aber wir können nichts erreichen, wenn Jesus steuert, dass eine christliche Partei sich entwickelt. Also, das ist wirklich Blödsinn, lieber Markus. Warum nicht, meine lieben Geschwister? Weil der Chef in diesem Laden der Teufel ist. Und er wird mit Sicherheit nicht Jesus die Ehre geben. Versteht ihr, was ich meine? Ich verstehe ganz genau, was du meinst. Ja? Also der Teufel in diesen Laden. Der Teufel in diesen Laden, ja. Der Teufel in diesen Laden Politik, ja. Oder beziehungsweise der Boss dieses Ladens Politik ist der Teufel, ja. Aber wenn die Christen da reinkommen und die Christen gewählt werden zu 70% Beispiel, wer ist denn dann der Boss? Wer ist denn dann der Boss? Wer ist denn dann der Boss? Ja, Christus, oder nicht? Ich verstehe das nicht, was der hier sagt. Unfassbar. Und genau deshalb, meine lieben Geschwister, das Ende wird kommen und wichtig ist, dass wir dann fest gegründet sind auf der apostolischen Lehre. So, hier sagt er selber, hier outet er sich selber. Ja, ich weiß, dass ihr denkt, dass ich hart bin und ich weiß, was gerade in euren Köpfen vorgeht. Ich weiß es. Ja, aber wie gesagt, ich bin seit Kind schon Christ. Ja, und mir ist das egal, ob ihr mich deabonniert oder sonst was. Ja. Hier ist das genau, was ich gesagt habe. Das Ende wird kommen, hier outet er sich selber. Das Ende wird sowieso kommen. Lasst es geschehen. Das ist hier die Suggestion, die er machen will. Die Suggestion, die er hier machen will, ist, das Ende wird sowieso kommen. Lasst alles geschehen. Markus, wir werden nichts erreichen. Du sagst, wir werden sowieso nichts erreichen. Warum? Weil wir auf jemanden wie dich hören, der sagt, lasst es geschehen. Das Ende muss sowieso kommen, hast du gerade selber gesagt. Wir sollen uns auf die Apostel beschränken. Wir sollen uns auf die Apostel konzentrieren. Jetzt wieder auf die Apostel. Hast du eben nicht gesagt, dass Jesus Christus der Weg ist? Was ist Jesus Christus? Jesus Christus sagt, tut den Wille des Vaters. Liebt euren Nächsten wie euch selbst. Liebt den Ungeborenen, so wie der Vater den Ungeborenen geliebt hat. Warum sagst du das? Warum sagst du das nicht? Warum sagst du, versteht ihr das überhaupt? Er sagt dir, lasst es geschehen, die Endzeit. Doch Gott sagt, wir sollen selbst den Ungeborenen lieben, die Endzeit so weit rausdrücken, wie es nur möglich ist. Ja? Hier outet er sich selbst. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu den verschiedenen
Gemeinden. Ja? Es gibt da so viele Gemeindeströmungen, verschiedene Konfessionen und Richtungen. Schaut mal, bestes Beispiel. Ja? Hier steht ein Bibelvers. Und wenn wir jetzt mal hier so gerade runtergehen und wir stellen uns jetzt mal vor, dass hier das Kreuz ist. Wir fangen hier unten an zu laufen, ja, und wollen jetzt hier oben ankommen, meine lieben Geschwister. Wenn wir aber hier unten ein paar Millimeter schief liegen, ja, in die falsche Richtung, dann werden wir so an das Kreuz vorbeiziehen und nicht das Ziel erreichen. Versteht ihr, was ich meine? Mit anderen Worten, meine lieben Geschwister, so wie es die Bibel sagt, ein wenig Sauerteig macht den ganzen Teig sauer. Wenn wir anfangen, das Wort Gottes zu verlassen, meine lieben Geschwister, weil wir der Meinung sind, dass das heute nicht mehr gültig ist. Das Wort Gottes verlassen wir, indem wir Menschen vertrauen, mein lieber Bruder. Wer den Menschen vertraut, sei verflucht. Du sagst, wir sollen uns auf die Apostel, das Fundament der Apostel sein. Das waren 12 Menschen, die nicht von Gott eingegeben waren, die sich bis zuletzt noch widersprochen haben. Hat nicht Petrus selbst geglaubt, dass die Endzeit gleich bald kommen wird? Petrus selbst hat aus seinem Wunschdenken, wie du heute, mein lieber Bruder, wie irgendein Bruder vor 200 Jahren, 300 Jahren, 500 Jahren, 1500 Jahren, 1800 Jahren und vor 2000 Jahren, 2019 Jahren, Paulus selbst geglaubt hat, dass die Endzeit jetzt bald kommen wird. Noch in seinen Lebzeiten, soweit ich weiß, hat er geglaubt, dass die Endzeit noch in seiner Lebzeit kommen wird. Hast du das jetzt verstanden? Habt ihr jetzt verstanden? In 2000 Jahren glauben Menschen immer noch, die Endzeit wird jetzt kommen. Petrus hat das geglaubt. 200 Jahre einer hat das geglaubt. Jedes Jahr hat das irgendjemand geglaubt. Und dieses Jahr glaubst du das, dass sie sowieso kommt. Das ist dein Wunschdenken wie Petrus. Das ist der Versagen des eigenen Wunschdenkens, der eigenen Interpretation des eigenen Wunschdenkens, das wir haben. Wir werden nicht, weil wir einmal kurz abgewichen sind, wie oft weichen wir ab diesen Weg. Der Weg ist Jesus Christus. Wenn wir Jesus Christus folgen, weichen wir nicht ab. Auch wenn wir Sünder sind, weichen wir nicht ab. Und wenn wir den Willen des Vaters tun, weichen wir nicht ab. Denn die Sünde ist nun mal leider unsere Pest. Aber wenn wir in Jesus bleiben, weichen wir nicht ab. Ja? Du sagst hier, dass da oben das Symbol, das Fundament, lest ihr das? Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Das soll also als das Fundament sein, was wir uns aufbauen sollen, sagst du. Ja, die Apostel. So. Vielleicht ist Jesus in der andere Richtung, mein lieber Bruder. Jesus ist vielleicht in eine ganz andere Richtung. Denn wenn wir nach Apostel gehen, ist es genau das, was du tust. Zu glauben, dass die Endzeit jeden Moment kommt. Es muss sowieso geschehen. Ja? Wunschdenken. Vergesst mal die Endzeit. Jesus hat uns gedeutet, damit wir glauben. Er hat uns so viele Sachen gesagt, damit wir glauben, wo wir es selbst sehen. Damit wir es leichter haben, an Gott zu glauben. Gerade jetzt in der Zeit. Die Tiere werden sterben. Das, die ganzen Prophetien, dass wir sehen und glauben, dass wir es einfacher haben zu glauben. Das hat er uns einen Gefallen getan damit. Ja? Dass wir sehen, wann die Endzeit näher kommt. So. Du sagst aber, wir sollen diesen Weg gehen, den Weg der Apostel. Tja, Petrus hat geglaubt, dass die Endzeit vor 2019 Jahren schon kommt. Den Weg sollen wir gehen? Den Weg sollen wir gehen? Es sind 2019 Jahre vorbei, er hat sich geirrt. Er war nur ein Mensch. Er war nicht von Gott eingegeben. Nur Jesus Weg gehen. Vergisst alles. Ich sage euch das jetzt hier mal ganz klipp und klar. Ja? Vergisst alles. Alles. Ihr verliert Zeit. Ihr verliert Zeit, schöne Videos zu machen. Ja? In der Zeit, wo du schöne Videos machst, diese Zeit opferst, schöne Videos im Hintergrund zu machen bei dir. Ja? Da könntest du den Leuten lernen, was der Wille des Vaters ist. Ja? Oder anderen Menschen wirklich erklären, was sie falsch tun. Ja? Und nicht falsches Lehren. Ja? Denn du tust hier falsches Lehren, lieber Bruder. Man kann einen Bruder die falschen Ecken abschleifen, dann habe ich überhaupt nichts dagegen, aber nicht, indem man sogar noch Falsches lehrt. Denn unser Fundament nochmal, ich glaube, das brauche ich nicht zu wiederholen, ich glaube, jeder Fünfjährige begreift das hier, unser Fundament ist Liebe, Jesus Christus, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Ja?
Und was ist das Fundament, was wir tun sollen? Den Wille des Vaters, was sollen wir tun? Ja, dem Gott zu dienen, Diener Gottes zu sein und den Menschen zu dienen. Das ist das Wille des Vaters. Du kannst rumrennen, so viel du willst, so viele Menschen zum Christentum bringen. Entschuldigt die Wiederholung. Denn das ist das Wichtige, dass ihr das nicht vergisst, was ich euch vorhin gesagt habe. Ihr könnt millionenfach Menschen zum Christentum bringen. Ja, also sich zu sagen, dass sie Christen sind. Doch tun sie den Willen des Vaters. Tun sie den Willen des Vaters. Kommen sie in den Himmel. Das ist, was ihr in erster Linie beibringen müsst. Gott zu dienen, indem ihr dient, wie Gott den Menschen gedient hat. Gott hat den Menschen gedient. Er hat sie von der Sünde befreit. Gott will, dass wir dienen, so wie er uns dient. Ja? Das ist das A und O. Das A und O. Ja? Und das ist, was uns Gott sagt. Wenn wir auf den Menschen vertrauen, auf 12 Jünger, die gestorben sind, ja, 11 und der eine im Gefängnis gestorben ist. Fragt euch mal, warum? Fragt euch mal, warum Aaron sterben musste. Jemand, der selbst von Gott eingegeben wurde, musste sterben, weil er, ja, Missetaten begangen hat. Ja, ich weiß, dass sich hier das knallhart anhört. Und ich weiß auch, von was ich hier rede, denn ich weiß auch, wenn ich hinzufüge, ja, oder entnehme. Und ich weiß auch, wenn ich falsch bin und Falsches sage, ich weiß, welche große Strafe auf mich zukommt. Der Tod. Das ist, was ich hier sage. Der Tod. Ja? Ich weiß, von was ich hier rede. Ich sage hier nicht nur ihr. Ich mache mir jeden Tag darüber Gedanken, ob ich auch richtig rede oder falsch rede. Auch ich, weil ich genau, ja, Gottesfurcht. Gottesfurcht. Wir müssen Gottesfurcht haben. Ist das Gottesfurcht, ja, Fundamente auf anderen, auf Menschen zu basieren? Weil wir der Meinung sind, dass es damals eine andere Kultur war oder nur an bestimmte Gemeinden gerichtet war, ja, dann liegen wir verkehrt und dann werden wir nicht ans Ziel ankommen. Der Teufel schleicht sich ganz, ganz leise und unauffällig in die Gemeinde und er wird so aussehen wie einer von uns. Das ist ja das Problem. Es steht geschrieben, er kommt als Engel des Lichts. Und ich habe das schon mal gesagt, das wird jemand sein, den wir Bruder nennen, die wir Schwester nennen. Ich habe letztens einen Stimmenimitator gehört, ja, also jemand, der Stimmen nachmacht. Und dieser Mann hat die Stimme von Robert De Niro nachgemacht. Meine lieben Geschwister, das hat sich so original angehört, dass du das gar nicht unterscheiden konntest. Du konntest das gar nicht unterscheiden. Was ich damit sagen will, ist, meine lieben Geschwister, was glaubt ihr, wenn wir Menschen schon so gut darin sind, Dinge nachzumachen, nachzuahmen, zu imitieren, was glaubt ihr, wie gut erst der Teufel darin sein wird. Mit anderen Worten, es wird sehr, sehr schwierig werden, die Wahrheit zu erkennen. Und das ist das Problem. Unsere Gemeinden sind voll davon. Wir erinnern uns, wenn man startet, ein paar Millimeter vom Weg abkommt, wird man das Ziel nicht erreichen. Und das soll jetzt auch gar nicht frauenfeindlich sein, meine lieben Geschwister, ja? Ich will das in Liebe sagen und ich weiß auch, dass alle Schwestern, die das Wort Gottes kennen, die sich mit dem Wort Gottes wirklich beschäftigen und dem Herrn gegründet sind, ich weiß, dass sie auch verstehen werden, was ich eigentlich meine. Das fängt an mit, dass Frauen, ja, anfangen, die Gemeinde zu leiten. Dass es Älteste, wie nennt man das denn eigentlich? Ältestinnen oder so? Keine Ahnung, ne? Aber dass es so Pastorinnen gibt, ja. Allein das, meine lieben Geschwister, ist unbiblisch. Nur mal so ganz kurz, weil ich noch mehrere Punkte ansprechen wollte. Warum soll eine Frau nicht predigen? Es steht nicht geschrieben, dass eine Frau nicht predigen kann, weil sie es einfach nicht drauf hat. Nein, im Gegenteil, es gibt viele Frauen, ja, wie meine Frau, die predigt gerne zu Hause auch, wenn ich die Schuhe irgendwie an der falschen Stelle abgestellt habe. Ja, eine Frau kann predigen, aber eine Frau darf nach dem Gesetz Gottes nicht predigen. Ja, sie darf es nicht. Aber warum, meine lieben Geschwister, nicht? Ja, ich weiß nicht, warum du das so witzig beziehst. Ich weiß nicht, warum du Schuhe irgendwo falsch hinstellst als Predigt nennst. Ja, natürlich nennst du das nicht als Predigt, aber ich weiß nicht, warum du hier daraus einen Scherz machst. Ich werde euch jetzt mal was erklären, liebe Geschwister. Ja, was die Gemeinde überhaupt ist. Ja, oder was die falsche Gemeinde ist. Ja, warte mal, wir machen hier erstmal Stopp. Wir machen das in mehreren Teilen, damit ihr euch das bequem angucken könnt und nicht alles auf einmal.